Hallo Leute, weiter geht's bei Mega Man 9, genau. Ich bin überzeugt, diesen Witz haben schon tausend andere Mega Man 9 Spieler gebracht, aber... Seid ihr 18? Wenn ja, dann versteht ihr den Witz. Falls nicht, dann dürft ihr den Witz noch nicht verstehen. So, wir spielen weiter. In der Stage von Magma Man. Und ich hab's bereits vergessen, dass dieser Scheiß hier kommt. Ich sollte meinen Dreizack auswählen. Kommst du? Du kommst. Bams! So. Einer da und der andere da oben. Achso, das waren auch wieder so ultra coole Sprünge, nicht wahr? Zum Beispiel der Sprung, der war fantastisch. Ich muss jetzt auch mal noch testen. Bringt mir das hier eigentlich auch was? Alle Gegner werden weggepustet, aber für mich persönlich bringt das nicht viel. Aber ich habe jetzt auch den Rush Jet, das ist gut. Und ich habe auch diesen Rush hier. Bedeutet, dieser Sprung hier ist nicht mehr so gefährlich. Ich weiß, hatte ich zuvor schon, aber... Mir fällt gerade noch was ein, was in dieser Stage theoretisch passieren könnte. Auch das muss ich testen. Ich habe es auch schon mal angemerkt, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, die Zeit anzuhalten. Hahaha, ich wusste es. Okay, dann komme ich nicht mehr durch. Ich kann aus dieser Lava strahlen, mit dem Concrete Shot. Aufpassen, was ich sage. Mit dem Concrete Shot versteinern. Einbetonieren. Was auch immer. Das ist gut zu wissen. Könnte mir irgendwann mal noch den Arsch retten. Au. So, das nehmen wir mit, selbstverständlich. Und weiter geht's. Oh nein, dieser verkackte Drache. Moment. Überlegen. Das war für nix. Die Bombe ist... Vielleicht wirklich das? Weil das geht ja nach oben. Ich versuch's einfach mal. Was? Das war noch ein Skelett. Die Scheiße funktioniert wirklich. Seht euch das an. Also könnte ich mir vorstellen, dass für diesen Gegner... Shit, ich hab nichts mehr. Toll. Dass wir für diesen Gegner... Ah, okay, das geht dann viel schneller. Okay, jetzt muss ich irgendwie diese Waffe wieder auffüllen, glaube ich. Wie gesagt, meine Theorie... Dass... Was Vernichter? Ich habe wieder was bekommen, eine Errungenschaft. Was sollte ich sagen? Genau. Das hat mir schon in Mega Man 8 geholfen. Wenn man eine Waffe in einer Stage richtig gut gebrauchen konnte... konnte man eigentlich davon ausgehen... dass es auch die gute Waffe gegen den Boss ist, ja. Eigentlich. So, du musst weg da drüben oder da unten, was auch immer. Am besten damit. Natürlich kommt gleich nochmal einer. So, und jetzt hier Rush Coil. Nee, besser nicht. Besser du. Kann ich den auch immer noch testen? Okay, der fliegt so wie normalerweise auch. Das ist gut. Okay. Okay, ich bin ziemlich sicher, der Tornado ist die Waffe gegen diesen Typen hier. Aber wenn das so ist, dann sollte ich noch irgendwie ein bisschen mehr Waffenenergie bekommen. Ansonsten ist das ein Problem. Kann ich bestimmt nur etwa einmal angreifen oder so. Und einmal ist ja kein Mal, ne? Bekannterweise. Das ist ein bisschen eine doofe Aussage, weil sie stimmt hinten und vorne nicht, aber es macht doch nichts. Wow. Das war auch relativ knapp, wo ich da stand. So, dann. Zack. Okay, warum droppt ihr mir nichts? Hier war Rush Coil ziemlich hilfreich. Höp. Und dann wieder diese Waffe hier. Für den Fall, da... Wow. Ah, mir wurde nichts gedroppt. Ah, verdammte Kacke. Okay, ich habe genug Leben. Ich versuche ihm möglichst viel Damage zu machen. Lass mich zuerst das hier testen. Ich meine, mir fällt gerade kein Gegner ein, wo das hier was bringen würde. Beton gegen Feuer. Klingt doch eigentlich auch gut, oder? Okay, das bringt aber nichts. Nee. Vielleicht das hier noch. Ja, ich möchte... bringt doch was. Bringt doch was. Eigentlich. Wisst ihr was? Energietank. Ist mir jetzt egal. So, und dann werde ich den Tornado ausprobieren. Glaub hat gut
Schaden gemacht. Kann ich nochmal? Nein, ich kann nicht mehr. Hm, kacke. Nicht, dass ich jetzt nochmal verkacke hier. Das bringt aber was. Weil die Flammen werden eingedingst. Nein, uncool. Nein, ich habe nichts mehr. Oh, shit. Das war jetzt ein bisschen doof. Das hier. Auf meine Leben achten. Nein. Er oder ich, er oder ich. Das war gut knapp. Was ist das jetzt? Ist das Zufall, dass der das droppt, oder ist es, weil ich jetzt alle acht besiegt habe? Mit Mühe und Not. Aber ich glaube, das war die Waffe. Ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, der Schaden war gut. Ich konnte es halt nur einmal einsetzen. Das ist ein Problem. So, jetzt frage ich mich, soll ich ein bisschen farmen? Kann ich in den Shop gehen, nachdem ich eine Wily Stage geschafft habe? Magma Bazooka. Aha. Ja, schieß dreimal. Wie gesagt, ich denke, das ist gut gegen den Hornissen-Typ. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. So, und wir haben alles. Gut, und was sagt die Zeit? Die Zeit sagt... Cutscene! Das ist die... Gedächtnisplatine. Wir können uns sein... gespeichertes Gedächtnis ansehen, um herauszufinden, warum er durchgedreht ist. Ich werde es auf den Bildschirm abspielen. Natürlich war es Dr. Wily. Na, was wollen Sie damit also sagen? Ich will damit sagen, dass ihr alle auf dem Schrottplatz enden werdet. Ja, ja. Selbstverständlich. Sobald wir mit unserer Arbeit fertig sind, wird genau das passieren. Aber das betrifft nicht nur euch. Millionen von Robotern überall auf der Welt werden als riesige Schrotthaufen enden. Ihr alle arbeitet hart für die Menschen und dann zerstören sie euch. Sobald ihr nicht mehr gebraucht werdet. Macht euch das nicht wütend, hä? Nur weil ihr ein willkürlich aus der Luft gegriffenes Ablaufdatum erreicht habt, müsst ihr doch nicht verschrottet werden. Ihr alle seid immer noch sehr nützlich. Ihr habt ein Recht auf Leben. Ich werde euch helfen. Gemeinsam werden wir der Welt zeigen, wie nützlich ihr noch sein könnt. möglicherweise haben Sie recht. Wir wollen weiterhin für die Menschheit nützlich sein. Können Sie uns reparieren? Aha, verstehe. Es wäre mir eine Freude. Ihr seid bei mir in guten Händen. Alles klar. Alles klar. Wir haben jetzt quasi die Story. Es war wieder einmal von Anfang an Dr. Wily. Ja, wer denn sonst? Ernsthaft. Was jetzt? Dr. Wily! Er greift an. Er holt sich die Gedächtnisplatine. Somit sind alle Beweise wieder weg. Das ist nicht so gut, oder? Okay, Wily Stage. Versuchen wir es. Und gib mir die Augenbraue. Komm, tu's. Ja, da ist sie doch. Geh jetzt weg, das Geräusch nervt fast nicht. Okay, das ist eine riesige Satellitenschüssel. Soll eine Kanone darstellen, aber ist egal. Und ja, wieder sein Totenkopfschloss. Okay, wir haben schon einen großen Weg gemacht. Okay, okay, legen wir los. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt nicht so assi wie gewisse Stages, die wir bereits hinter uns haben. Yeah, Abgründe. Und Habitax, die Steine nach mir werfen. Das war auch ein bisschen gut knapp. Weil kommt jetzt... Was ist das für eine Scheiße? Was, du werfst dein Schild um und gut ist? Was ist das jetzt? Moment, ernsthaft? Muss ich damit... Oh mein Gott, wie episch. Oh, shit. Nicht so cool. Was bringt mir das? Eigentlich nicht viel. Scheiße. Okay, 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 nett. Aha, und hier werde ich immer wieder aufgefüllt. Okay, das ist cool einerseits, andererseits auch sehr, sehr beängstigend. Ich weiß auch nicht, wie lange die Scheiße jetzt oben ist. Kann ich jetzt vielleicht mit dem Chat... Nein, mit dem Chat, sagte ich. Das war auch gut knapp.
Okay, okay, und? Moment, nochmal der Chat. Sonst ist mir das zu riskant. Okay, wir haben ein Leben. So, was macht ihr jetzt? Ah, ich kann euer Schild damit durchbrechen. Das ist immer gut. Aber was machst du jetzt? Was machst du? Nicht die geringste Ahnung. Nicht die geringste Ahnung. Wie soll ich jetzt hier durchkommen? Mit dem Chat, den wir definitiv nicht verschwenden werden. Könnte noch wichtig sein. Oh nein, diese Viecher. Die können mir eigentlich nicht viel, wenn ich mich gut anstelle. Naja. Die sind quasi ein Witz. Nein, nochmal ein Oh nein. Oh nein, ich habe nicht mehr viel davon. Und zack! Wow. Hat er mich nicht gerade mit seinen Füßen getroffen? Komm schon, einmal kann ich doch noch, oder? Bitte. Zack! Nein, ich kann nicht... Oh Gott. Was? Nein! Was für eine Taste habe ich jetzt gedrückt? Hier wieder das hier. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Okay. Haben sie jetzt wirklich von jeder Stage das Assi-mäßigste genommen? Was soll das jetzt? Haben sie jetzt wirklich die assigsten und schwersten Stellen aus allen 8 Stages zusammengewürfelt? Sieht für mich gerade so aus. Shit, ich brauche diesen Energieausgleich-Dingsbums. Ah, fuck. Doch, ich brauche das Zeugs jetzt. Ich muss bestimmt wieder meinen Tornado aufladen. Könnte ich mir vorstellen. Au. Nicht so nah dran stehen, verdammt. Okay, gleich 2 kleine. So, das muss sein. Ich hätte mir auch nur einen Megatank kaufen können für 50. Das ist hier eigentlich auch nichts. Eigentlich. Komm schon, gib mir eine große. Ja, genau das wollte ich haben. So. Ich wurde natürlich nochmal erwischt, aber was soll's, kann man nichts machen. Die droppen mir natürlich wieder nix. Okay. Aha, Leute, ich glaube, es ist gut, dass ich was getestet habe damals. Ja, ich glaube, ohne wäre ich hier gar nicht hochgekommen. Großer Gott, wollte mich verarschen. Bitte, was? Wirklich lange hält die Scheiße auch nicht an. Wo bin ich jetzt? So, da oben war das Leben. Achso, hier bei der, ne, bei der Aufladestation quasi. Ja, hier könnte man gut farmen. Muss man ja auch können, weil hier braucht man ja unbedingt diese Waffe hier. Ne. Scheiße. Zu früh. Oh nee. Ja, ich hab's doch gesagt, aus jeder Welt die nervigste Stelle. Halt die Instant Death Kacke, ne? Was könnte es sonst sein? Nee, falsche Waffe. Zack! Oh. Weil er halt wirklich so schräg nach unten schießt, ja. Oh, ich muss es nochmal sehen. Das blinkt und wird dann rot. Wow. Ich muss das... Oh Gott, ich muss das in einem Durchgang machen. Ach du Scheiße, das könnte wieder ein Problem werden. Ich muss das in einem Durchgang machen. Das ist ja in Ordnung. Gib mir so ein großes Energieteil bitte wieder. Oder ein paar Leben wäre auch nicht schlecht. Ich sag ein großes Energieteil. Komm schon. Ich brauch das. Nichts, dass ich auf halber Strecke dann nicht mehr genügend von der Waffe habe. Das wäre ein Problem. Bitte mal treffen, danke. Ja, bei Instant Death Zeugs bringt mir natürlich auch jeder Energietank der Welt nichts. Ah, da. Nicht. Sollte reichen, oder? Ich denke schon. Ich denke schon.
Ziemlich riskant, was ich da mache. So. Sonst jetzt hier. Und schießen! Nein! Das hätte nicht geklappt. Das hätte nicht geklappt. Ich muss mir einen Plan aus... Das war auch gut. Ich muss noch mal farmen gehen. Ich muss echt noch mal farmen gehen, ansonsten wird das hier nichts. Das ist jetzt echt wieder eine ziemlich harte Stelle hier. Oh, danke. Sagt er? Danke. Ergeben, nicht. Sollte reichen. So, ja. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wo und wie ich starten möchte. Nee, zu knapp. Zu knapp. Ja, wirklich lange ist die Scheiße eben auch nicht da, versteht ihr? Okay, ich mache... steh da. Oder... wo möchte ich hin? Steh da. Ne, wenn es gleich zu Beginn ein Ding ist, dann kann es nicht klappen. Ich muss das hier machen, glaube ich. Oh Gott, ist das knapp! Oh Gott, ist das zeitlich knapp bemessen. Ich bin Game Over, oder? Ne, noch nicht. Aber die Scheiße ist wieder übel knapp bemessen. Ernsthaft. Oh, nehme ich. Aber diesmal bitte voll. Diesmal bitte voll machen. Es gibt da bestimmt genau ein Muster, wie es gehen kann. Ein einziges. Wirklich lange ist die Scheiße auch nicht versteinert, ja. Hat wirklich nicht lange. Würdest du mir bitte nochmal so ein großes Teil droppen? Bitte. Bitte. Ja, eine Farmstelle ist ja nett und so, aber... ja. Wenn nicht das kommt, was man braucht, dann ist es ein bisschen bescheuert. Hätte man hier nicht bei diesem Gegner vielleicht die Droprate von dem großen Waffenenergieteil da erhöht. Natürlich werde ich wieder erwischt. Erhöhen können, ist ja bestimmt irgendwie machbar gewesen. So. Okay, wir wissen auf jeden Fall. Ich möchte darüber. So. So. Wow! Es hat irgendwie geklappt. Kann ich das? Ah, shit. Ja, okay, das klappt. Okay, gut, gut, gut. Bitte lass es den richtigen... Scheiße. Okay, scheiße, jetzt auf den E-Tank. Das darf man eigentlich nicht, oder? Nur so zum Testen. Okay, das würde ich so kriegen. Ah, ihr Hornissen. Nee, da gehe ich jetzt nicht nochmal runter. Nee, 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 nee. Ich habe noch zwei Energietanks. Oh, leck mich doch. Gefährliche Kacke. Wie soll das ohne gehen? Frage ich mich mal so, so diskret. Ah! Okay. Kann ich euch vielleicht anzünden? In One-Hit ist es nicht. Im Gegenteil, die halten ultra viel aus. Die Bienen. Danke. Ich sollte mit meinen Ressourcen nicht so verschwenderisch umgehen, glaube ich. Okay, oh Gott, was ist das jetzt? Ich setz mal das hier. Der nimmt kein Damage. Warum nicht? Aber er macht irgendwie auch nichts mehr. Okay, nochmal, wir haben zwei extra Leben und zwei Energietanks und ich kann den Schaden halbieren. Sehen wir uns mal an, was da kommt. Ne, am besten gleich irgendwas testen. Irgendwas testen. Was ist denn das jetzt? Wieder so ein Rätselteil. Moment. Geht das damit? Okay, ich habe verstanden. Irgendwie nicht. Dürfen die Kugeln irgendwie nicht bis nach vorne kommen? Oder wo ist der Witz dran? Wow! Wow! Der da unten, der nervt. Der muss weg. Der da, der da, der da. Jetzt macht der da unten so eine Kacke.
Das ist ein sehr seltsamer Boss gerade. Ich würde ihn gerne schaffen. Au. Nimm gleich einen Energietank. Wirklich. Okay, Energietank. Ist mir egal. Das machen wir. Der Boss ist mir zu doof. Wow, wow, wow. Nicht so nah rangehen. So, so, so. Na, komm. So, und du bist tot. Doch, ich hätte den Energietank gebraucht. Was? Ich dachte schon, es war es noch nicht. Okay, es war ein komischer Boss. Irgendwie auch bescheuert. Aber wir haben die erste Wily Stage geschafft, Leute. Ein Energietank ausgegeben. Völlig okay. Völlig okay. Ich denke, das mit dem Farmen, das werde ich dann vermutlich erst tun, wenn es nötig ist. Konnte ich speichern? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir laden uns noch auf. Und was nehmen wir noch? Ich denke, die Bienen. Die sind immer gut. Die sind immer gut. Aber Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich sagen, das war es erstmal für heute mit Mega Man 9. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!